Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 8, Tag 1. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wow, wir haben die Rollen getauscht. Vielleicht sollte ich auf Portugiesisch unterrichten und Daniel übersetzt ins Englische. Aber wir haben keine portugiesische Übersetzung der Passion Bibel. Das wäre ein Problem, das würde alles verkomplizieren. Ich denke, Daniel sollte die Passion auf Portugiesisch übersetzen. Siehst du? Wir können in jede Sprache wechseln, die wir wollen. Danke, dass du uns folgst, du unseren Andachten zuhörst. Es ist so eine Freude und Ehre, euch zu dienen, Leute. Lass uns nun zum 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 1 in der Passion-Übersetzung gehen. Wir haben bereits die Kapitel über die Gaben durchgenommen. Somit werden wir aufhören, wenn wir dort ankommen. Ich denke, Kapitel 11 werde ich meiden. Ich möchte nicht über die Kopfbedeckung sprechen. Ich werde darüber noch einmal nachdenken, wenn es soweit ist. Obwohl es Teile im 11. Kapitel gibt, die ich wirklich mag. Ich mag die ganze Idee des Abendmahls und das Chaos, das diese Gemeinde angerichtet hat. Wir können eine Menge von Paulus lernen, wie er durch seine Briefe vieles in den Gemeinden in Ordnung gebracht hat. Vers 1 in Kapitel 8. Ich werde nun auf die Frage eingehen, was das Opferfleisch betrifft, das Götzen geweiht wurde. Es scheint, dass jeder seine eigene Meinung in dieser Angelegenheit für richtig hält. Müssen wir wirklich heutzutage darüber lehren? Auf alle Fälle. Zunächst einmal, was bedeutet es überhaupt, Fleisch opfern, um die Götzen zu ehren? Da musst du etwas über die Stadt Korinth verstehen. Sie war eine völlig götzendienerische Stadt. Sie hatten so viele Götter, sie opferten diesen Göttern alle möglichen Dinge und in ihren Tempeln, heidnischen Tempeln, hatten sie sogar Tempelprostituierte. Als ich in Österreich lebte als Kind, hatten wir etwas, vielleicht nicht dasselbe, aber etwas Ähnliches. Zu Ostern hat jeder einen besonderen Schinken gegessen. Das ist so etwas wie der geräucherte Schinken vom Schwein. Ich denke, in Brasilien ist es so etwas Ähnliches wie Bernil. Als ich Kind war, waren in Österreich über 90% Katholiken. Was passierte also? Der normale Katholik hätte zu Ostern diesen Schinken nicht gegessen, wenn er nicht ausdrücklich vom Papst, Verzeihung, vom Priester gesegnet wurde. Dann sagten die evangelikalen Christen, das ist falsch, weil es dämonisch ist, das ist Götzendienst, das kannst du nicht essen. Ich verstehe beide Seiten. Überlege, sie nahmen ein Fleisch, opferten es Dämonen und aßen es dann. Einiges von diesem Fleisch wurde sogar auf dem Markt verkauft und niemand wusste, ob es Götzen oder Dämonen geopfert worden war oder nicht. Nun kam es plötzlich zu einem Streit unter den Christen. Einige der Christen sagten, ihr könnt dieses Fleisch nicht essen, wenn ihr das tut, bekommt ihr einen Dämon. Ich habe das auch in den evangelikalen Gemeinden auf der ganzen Welt gehört. Du darfst dich nicht tätowieren lassen, denn damit öffnest du die Tür für den Teufel. Du darfst nicht Harry Potter schauen, denn wenn du das tust, öffnest du dem Teufel Tür und Tor. Das ist genau dasselbe. So ist es heute, nur nennen wir es nicht Fleisch, das den Dämonen geopfert wird. Aber es ist das gleiche Prinzip. Das Erste, das Paulus ihnen klar machen will, ist, dass anscheinend jeder glaubt, dass seine eigene Meinung in dieser Angelegenheit richtig ist. Warum sagt er das? Weil sie die Brüder und Schwestern nicht mehr liebten, wenn sie nicht mit ihrer Meinung übereinstimmten. Wenn Paulus sehen würde, wie wir heute unter den Christen mit all den verschiedenen Angelegenheiten umgehen, würde er das Gleiche sagen. Jeder denkt, dass seine Meinung richtig ist, weil er etwas von jemandem gelernt hat und jemand ihm etwas beigebracht hat, also muss es auch richtig sein. Wie ist das heutzutage?
Für manche Leute ist es die Wahrheit, wenn sie es auf Facebook lesen. Für andere Leute ist es die Wahrheit, wenn sie es auf Instagram lesen. Andere Leute sagen, oh, ich habe das auf YouTube gesehen, das muss die Wahrheit sein. Schau mal, Paulus macht es sehr deutlich, dass sie ihre Meinung haben können, aber nicht darauf bestehen, dass es die Wahrheit ist. Seit 2001 ist dies zu einer so wichtigen Sache geworden, nach der ich mein Leben lebe. Mein Verständnis ist mein Verständnis. Glaube ich es? Ich glaube es. Aber bestehe ich darauf, dass es die Wahrheit ist? Nein. Morgen werde ich ein wenig mehr darüber sprechen. Ich sehe euch morgen.